Oh, vielen Dank, Patty. Kann ich sie bitte haben? Einen Moment bitte, ich habe sie noch nicht offiziell geöffnet. Das ist nicht nötig. Geben Sie sie mir einfach. Nein, nein, nein. Als Ihre Sekretärin ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Briefe offiziell geöffnet sind. Das wird ja hoffentlich nicht lange dauern. Nein, ich muss nur noch meinen offiziellen Brieföffner finden. Dann... Na, wo steckt er denn? Haben Sie ihn gesehen? Was gesehen? Mein Brieföffner, den Stan mir zu Weihnachten geschenkt hat. Den hat er aus einem Schafschienbein geschnitzt. Wenn Sie keine Briefe zu öffnen haben, dann können Sie ihn ja auskochen und Suppe draus machen. Ach, hier ist er ja. Gott sei Dank, dann können wir jetzt mit der offiziellen Eröffnung der Post fortfahren. Ja. Was Helga passiert ist, würden Sie nie erraten. Betty, die Post. Ich freue mich wirklich so für Sie. Wahrscheinlich bekomme ich die Post nicht, bevor ich nicht gefragt habe, was los ist. Nein. Wie Sie wollen. Was ist mit Helga und warum freuen Sie sich so für sie? Sie ist verlobt, die Gute. Ich bin hin und weg hier mit der Post. Moment mal, sie war doch schon vorher verlobt. Naja, aber das ist ein neuer Verlobter. Oh, was ist denn mit dem anderen geworden? Hat sie mit dem Schluss gemacht? Nein, nicht. Soll das bedeuten, Helga ist mit zwei verschiedenen Männern verlobt? Nein, 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 das ist nur vorübergehend, bis sie sich für einen entschieden hat. Sie kennen doch Helga, sie kann nie jemand was abschlagen. Ach was, wirklich? Nicht, wenn es um so wichtige Sachen wie Verlobungen geht. Sind Sie fertig mit der Öffnung der Post? Nein. Schön, dann nehme ich sie mir jetzt. Es ist sowieso nichts Nettes dabei, nur solche mit Fenstern. Ja, Sie haben recht. Moment mal, der hier ist für Nudge. Was macht denn hier ein Brief für Nudge? Nudge! Ja, Mr. Kelly? Ich habe hier einen Brief für dich. Oh, danke. Aber da steht deine Adresse drauf. Warum hat Helga ihn hierher gebracht? Weil sie weiß, dass ich meist hier bin. Außerdem, Dad findet sie bei Nudge zu Hause den Briefkasten nicht. So nicht? Weil das Gras zu hoch steht. Nudge, ist dir mal in den Sinn gekommen zu mähen? Warum sollte ich es denn mähen? Dann könnte sie nämlich die Post in deinen Briefkasten werfen. Also das bringt ja nun überhaupt nichts. Wieso nicht? Ich bin doch meistens hier. Der die Uni geschafft. Außerdem, Dad, hast du nicht gewusst, dass Gras schreit, wenn man es mäht? Ja, und ich würde niemals einem Lebewesen Schmerz zufügen. Warum musst du immer auf meinem Sofa hängen? Und überhaupt, Gras mag ja vielleicht leben, aber es schreit nicht. Na klar, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das habe ich noch nie gehört. Ja, natürlich, weil ihr Motorrasenmäher zu viel Krach macht. Aber das arme Gras steht da unten und macht... Und das möchte ich nicht auf dem Gewissen haben. Das sind nichts als Rechnungen. Ja, hätte ich mir denken können. Die ist hier vom Zahnarzt. Oh ja, das war Jenny. Ha, $30. Ihre Zähne sind hervorragend. Sie hat nämlich schon Fluorid bekommen, da hat sie überhaupt noch keine Zähne gehabt. Er berechnet $30 für die Mitteilung, dass sie gesunde Zähne hat. Warum bist du mit ihr hingegangen? Ja, ich dachte, ich hätte vielleicht mal Glück und sie braucht eine Wurzelbehandlung. Dann hätte die Mühe sich nämlich gelohnt. Was ist das da? Strom. $130. Das ist ganz schön viel, oder? Nein, das ist völlig normal in diesem Haus. Und weißt du auch warum? Weil nie ein Mensch die Lichter ausmacht. Die brennen alle Tag und Nacht. Oh, Dad. Nein, ihr schaltet nie irgendwas ab. Ich meine, seht euch das an. Sogar jetzt läuft der Fernseher. Na, wir sehen ja auch fern. Was kommt um die Zeit schon Interessantes? Der Spatz hat's. Ja? Was? Wie bitte? Der Spatz hat's? Ja, jetzt seien Sie doch mal still. Der Spatz möchte uns gerne was erzählen. Ja, sicher was für Spatzengehirn. Oh ja, er ist scharf. Er kann fliegen und gleichzeitig erklärt er was. Ich wette, das können Sie nicht. Ich will das auch gar nicht können. So, so und jetzt alle Kinder schön im Chor. Dutz, dutz, dutz den Wald hoch in weite Fällen. Dutz, dutz, dutz den Wald auf zu Mond und Sternen. Ich glaube das einfach nicht. Jemand hat in meinem Wohnzimmer eine Büchse Idioten aufgemacht. Moment, jetzt kommt meine Lieblingsnummer. Und was ist das? Milch- und Schokokekspause. Ah, da bist du ja. Ich möchte mit dir reden. Da komme ich ja genau richtig. Wann bist du heute Nacht nach Hause gekommen? Gerade eben. Du meinst, du warst die ganze Nacht unterwegs? Nein, ich habe woanders geschlafen. Ich habe bei Tiffany angerufen, da warst du nicht. Weil ich bei Sophie geschlafen habe. Sophie? Wer ist Sophie? Die, wo ich geschlafen habe. Keine blöden Antworten, bitte. Du kennst die Regeln. Wenn du über Nacht wegbleibst, ruf an. Ja, Dad, ich wollte ja auch anrufen, aber dann sind wir ins Quatschen gekommen und dann war es 2 Uhr morgens und dann wollte ich nicht mehr anrufen. Du könntest doch vor Schrecken Herzinfarkt kriegen, oder nicht? In Zukunft rufst du an, ist das klar? Klar. Gut. Dad, 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 den Ball. In Betty, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, hören Sie auf mit diesem Lied. Gefällt es Ihnen nicht? Ich fand's so schön fröhlich. Mir ist nicht fröhlich zumute. Ich habe eine Wagenladung unbezahlter Rechnungen. Hier ist noch ein Brief für Sie. Und das ist keine Rechnung. Oh, Halleluja. Könnte es ein Scheck sein? Ach, morgen Hoch- und Tiefbau. Kein Scheck. Die, bei denen Sie den Entwurf eingereicht haben? Ja, ja, die Reihenhäuser. Bin gespannt, ob Ihnen der Entwurf gefallen hat. Verdammt, er hat Ihnen nicht gefallen. So meinen Hier, Sie? Lesen Sie. Stimmt doch gar nicht. Hier schreiben Sie doch, dass er Ihnen gefallen hat. Hier, die Wahl fiel uns außerordentlich schwer. Und wir danken Ihnen für Ihren exzellenten Entwurf. Es hat Ihnen gefallen. Leider haben wir uns entschlossen, einen anderen Entwurf zu verwirklichen. Er hat Ihnen nicht gefallen.
Ja, dann sind Sie sozusagen Zweiter geworden, oder? Ach, Betty, es gibt da keinen zweiten Preis. Das ist aber nicht fair. Kriegen Sie jetzt nicht mal eine Schweinehälfte? Bitte was? Naja, wie bei uns in Wallgate bei der Tombola. Wir haben da immer einen zweiten Preis vergeben. Also manchmal eine Schweinehälfte oder manchmal sogar einen Hinterschinken oder sowas. Betty, das hier ist keine Tombola. Das hier ist ein knallhartes Geschäft und ich hätte den Auftrag wirklich gebraucht. Da wird sich schon irgendwas anderes ergeben. Ja, das hoffe ich wirklich. Hi, Dad. Wo bist du denn gewesen? Ach, bei einer Geschäftsbesprechung. Na, was ist das? Wieder der Spatz hat's? Nein, das ist doch für kleine Kinder. Das ist mehr für Erwachsene. Ja, was ist es denn? Die Sendung mit der Maus. Die ist stark. Wieso ist die Sendung mit der Maus mehr für Erwachsene als der Spatz hat's? Weil da öfter Erwachsene vorkommen. Naja, ihr werdet euch langsam hocharbeiten. Jetzt kommt doch gleich der blaue Elefant. Hört mal, ich zögere euch das zu fragen, aber ihr habt doch hoffentlich nicht vor, den Rest eures Lebens hier rumzuhocken und nichts zu tun, oder? Nein, wir haben schon was am Laufen. Na toll, und was? Wir machen eine Basketballmannschaft auf. Das habe ich nicht gemeint. Ich dachte an sowas Unsportliches wie Jobs. Du hast doch schon mal von Jobs gehört, oder? Das ist etwas, da geht man hin, bekommt Geld, dann kommt man wieder nach Hause, gibt mir etwas davon ab. Dad, keine Panik, ich krieg schon einen Job. Ich hab schon einen, Mr. Kelly. Du meinst, es bezahlt dich jemand dafür, dass du in meinem Wohnzimmer sitzt und fernsiehst? Nein, ich fange doch erst nächste Woche an. Ich wollte schon immer den Hauch des Abenteuers im Nacken spüren. Was faselst du denn da? Wegen meinem Job. Ab nächste Woche ist bei mir die raue Welt angesagt. Ich werde ein Stoßtrupp im weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrieg sein. Ja, und was machst du? Ich werde Kassierer bei einer Bank. Oh je, und das bei deiner Rechenschwäche? Ach, das ist kein Problem. Ich dachte mir, wenn's zu schwierig wird, dann schicke ich die Kunden einfach raus zum Geldautomaten. Tolle Erfindung, die Dinger, was? Ja, du machst wenigstens was. Wie steht's mit dir? Ich fange auch nächste Woche an, Dad. Du fängst auch an zu arbeiten? Das gerade nicht. Ja, was dann gerade? Ich fange nächste Woche an, mich nach einem Job umzusehen. Simon! Dad, keine Panik. Es stehen jeden Tag hunderte von Jobs in der Zeitung. Ja, und es stehen jeden Tag tausende von Leuten in deinem Alter Schlange und bewerben sich um sie. Du musst endlich mal deinen Hintern hochkriegen. Ich hab dir doch gesagt, ich mach was. Ich spiel Basketball. Damit verdienst du nicht einen Löffel Frühstücksmüsli. Oh, Jenny. Was machst du denn da? Das wird ein Teig werden sollen. Ah, Simon, komm doch mal her. Ja, Dad? Hast du ihr das erlaubt? Du hast mich erwischt. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich als erstes zu Jenny gesagt, zerstör bitte die Küche. Natürlich habe ich ihr das nicht erlaubt. Wenn du nicht dauernd mit der Nase vor der Glotze hängen würdest, hättest du bemerkt, was sie hier treibt. Was machst denn da, Jenny? Dass wir den Teig werden sollen. Das ist aber lecker. Was ist denn das? Knetfix. Ich bin gleich wieder da. Jenny, du hast in deinem Zimmer mindestens 30 Tonnen Knete. Warum rührst du jetzt hier Knetfix an? Weil mir langweilig ist. Das ist immer so, wenn Schulferien sind. Ja, ich habe auch einfach gar nichts zu tun. Hör mal, warum gehst du nicht los und besuchst einen deiner Freunde? Geht nicht. Meine ganzen Freunde sind weg. Wo sind deine ganzen Freunde? Samantha ist in Frankreich, Jackie ist auf Hawaii und Robin ist nach Aspen. Frankreich, Hawaii, Aspen? Was ist aus Kangaroo Springs geworden? Die Kängurus werden ihnen entlaufen sein. Sag mal, sind das alles Millionäre oder fliegen die als blinde Passagiere? Ich weiß nicht. Aber warum fahren wir denn nie irgendwo hin, wo es toll ist? Wir waren letzte Ostern in Nusa und haben den Riesenkürbis fotografiert. Oder hast du das etwa vergessen? Dad, ein Riesenkürbis ist doch wohl ein bisschen was anders als der Eiffelturm, oder? Hat da jemand was von Kürbis gesagt? Ich könnte jetzt einen gebrauchen, um den Geschmack aus dem Mund zu kriegen. Ich werde dir gleich persönlich einen Kürbis reinschieben, aber in einem Stück. Wäre das nicht ein bisschen groß? Mhm, da kannst du drauf wetten. Also, Jenny, ich gebe dir jetzt was zu tun. Was? Räum die Schweinerei hier auf. Ach komm, Alter, gehen wir ein bisschen Basketball trainieren. Ja. Ah, weißt du was, Jenny? Willst du mitkommen und mir beim Training zusehen? Mhm. Aufräumen finde ich da viel spannender. Den Ball hoch in weite Ferne. Ach, da sind sie ja. Wie war die Besprechung? Interessant. Betty, dabei hat sich etwas ergeben, was ich Ihnen sagen möchte. Oh, gut. Was ist gut? Ja, ich mag Überraschungen. Woher wissen Sie, dass es eine Überraschung wird? Naja, weiß ich, was Sie sagen wollen? Nein. Dann ist es eine Überraschung. Und wie ich schon sagte, ich mag Überraschungen. Diese werden Sie wohl nicht mögen. Oh, dann ist es also ein Schock. Das ist eine Überraschung, die man nicht mag. Ja, ja, also Betty, hören Sie... Soll ich mich lieber setzen? Sie sitzen doch. Oh ja, soll ich lieber aufstehen? Betty! Dann kann ich mich ja, wenn nötig, wieder hinsetzen, ja? Betty, setzen Sie sich nicht! Ja. Stehen Sie nicht auf! Betty, würden Sie bitte einen Augenblick still sein? Na schön. Also sagen Sie mir, was es für eine Überraschung ist. Ich habe mich gerade mit einem alten Freund getroffen. Er ist Teilhaber eines großen Architekturbüros. Oh, das ist aber schön. Jedenfalls sagte er mir, dass... Wie geht's ihm denn? Ah, es geht ihm gut, ja. Jedenfalls sagte er... Nein, Sie kennen ihn nicht. Bitte, Betty, es ist nicht leicht. Reden Sie doch weiter, unterbrechen Sie sich doch nicht dauernd. Er hat mir einen Job angeboten. Warum lachen Sie denn? Na ja, das ist doch lächerlich. Sie haben doch einen Job.
Job? Hier, mit mir zusammen. Ja, Betty, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber in letzter Zeit läuft es nicht sehr gut. Nun, nee. Es tut mir leid, Mr. Kelly, aber ich tue wirklich mein Bestes. Nein, Betty, es liegt nicht an Ihnen, es kommen doch keine Aufträge. Ich meine, ich hätte dieses Reihenhausprojekt wirklich gebraucht. Aber wir haben doch jede Menge Arbeit, sehen Sie mal. Ja, aber keine großen Aufträge, nur ein bisschen hier, Reparaturen, damit kann man nichts verdienen. Oh je, Tier, ich wusste ja gar nicht, dass es so schlimm um uns steht. Sie hätten was sagen sollen. Ja, ich weiß, aber ich hatte gehofft, dass es irgendwann wieder besser läuft. Hören Sie, Betty, es tut mir leid, aber Sie werden sich nach etwas anderem umsehen müssen. Sie meinen, Sie schmeißen mich raus? Nein, ich schmeiße Sie nicht raus. Ich weiß bloß einfach nicht, wie wir das Geschäft weiterführen sollen. Ja, wenn das etwas helfen würde, dann könnte ich eine Weile umsonst arbeiten, bis es wieder aufwärts geht. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Betty, aber das löst das Problem auch nicht. Also ich glaube wirklich, dass ich den Job annehmen muss, den er mir angeboten hat. Sie meinen, Sie müssen richtig arbeiten? Ja. Dad, die Küche ist sauber. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kannst du dich selbst sauber machen. Okay. Aber nicht im Bad. Simon soll den Gartenschlauch nehmen. Simon? Ja, Dad? Säubere deine Schwester mit dem Gartenschlauch. Okay, Dad. Kannst du mir $20 leihen? Leihen? Ja. Ich? Dir? Leihen? Ja, du kriegst ja zurück. Au. Au. Bist du jetzt Indianer geworden? Au. Und wie willst du mir die $20 je zurückzahlen? Ich suche einen Job. Simon, ich möchte das Geld vor dem Jahr 2000 wiedersehen. Dad, ich sag's doch. Ich suche mir einen Job und dann zahle ich's dir zurück. Er kann Ihnen ja Glasperlen als Sicherheit geben. Ja. Gut, warum nicht? Ich könnte sie ja dann irgendwann gegen Büffelhäute oder eine Squaw eintauschen. So, hier. Und für wie lange wird das reichen? Ungefähr 10 Minuten. Ich gehe einen Basketball kaufen. Danke, Dad. Warum kaufst du den Basketball? Warum kauft nicht Nudge den Basketball? Seien Sie doch nicht albern, Mr. Kelly. Mein Dad hat doch keine $20. Sehen Sie, das Geld geht raus wie der Wind. Ich kann es mir nicht mal leisten, einen anständigen Urlaub mit meinen Kindern zu machen. Ach was, ich kann es mir nicht mal erlauben, einen unanständigen Urlaub zu machen. Ja, aber das ist doch nicht Ihre Schuld, Mr. Kelly. Und abgesehen davon, was sollen denn die Kinder machen, wenn Sie nicht mehr hier sind? Ach was, die brauchen mich doch sowieso nicht mehr. Die sind doch schon fast erwachsen. Und Deborah, die ist sowieso kaum hier. Simon will sich einen Job suchen, ich meine im nächsten Jahrhundert. Und was ist mit Jenny? Ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Aber ich muss ihr doch ein anständiges Leben bieten. Vielleicht haben Sie recht. Möchten Sie ein Töpfchen Tee? Betty, Sie brauchen mich doch nicht über die Gegensprechanlage zu fragen. Ich weiß, ich wollte sie nur noch ein letztes Mal benutzen. Ich hätte sehr gerne ein Töpfchen Tee. Ach, bitte spielt ihr doch nicht mit dem Ball, ja? Ja, Dad. Bis später, Leute. Wart mal, wir kommen mit. Kommt nicht in Frage. Nein, wir wollen wirklich mitkommen. Du gehst doch zum Korbballtraining, oder? Ganz genau, ihr kommt nicht mit. Warum nicht? Weil ihr nur wieder rumstehen und lüstern nach den Mädels schielen und mich blamieren würdet. Ja, die wollen ja doch nur das eine. Jenny, du bist viel zu klein, um da mitzureden. Wollen sie aber doch. Ich weiß, trotzdem bist du noch zu klein, um da mitzureden. Simon will das auch. Ja, weil Simon ein frauenfeindlicher Schwachkopf ist. Oh, vielen Dank. Keine Ursache. Und überhaupt wollen wir nicht immer nur das eine. Simon. Wir wollen auch nicht mitkommen, um frauenfeindliche Schwachköpfe zu sein. Nein, wir wollen ganz einfach was lernen. Was lernen? Wofür? Fürs Basketball. Wir haben davon noch nicht so viel Ahnung. Tja, ihr solltet vielleicht eins noch wissen. Ich spiele Korbball. Ist doch dasselbe. Ist es nicht. Ist es doch. Das weiß doch jeder. Außer, dass man beim Korbball kein gepflegtes Dribbeln hinlegen kann. Das kann man beim Basketball auch nicht. Na, da hast du's. Es ist absolut ein und dasselbe. Moment mal, wenn man nicht dribbeln kann, wie kommt man dann überhaupt an den Ball? Durch Können und Beweglichkeit. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich spiele auch Basketball, Debbie. Sie soll auch mitspielen? Nein, ihr war langweilig. Da haben wir sie zum Cheerleader gemacht. Ja, was muss ich da gleich nochmal machen, Nacht? Na, du musst aufspringen und Purzelbäume schlagen, wenn wir einen Korb machen. Ruft ihr mich denn an? Anrufen? Wieso denn das? Na, ich sitze doch nicht in der zugigen Halle rum und warte, bis ihr endlich mal einen Korb macht. Da friere ich mir ja wirklich den Arsch ab. Jenny, du sollst nicht solche Ausdrücke in den Mund nehmen. Wo hast du das denn her? Das hast du neulich gesagt. Na, das ist was anderes. Warum? Weil ich ein Mann bin, weil ich älter bin als du und weil ich es Dad erzähle, wenn du das nochmal sagst. Das ist nicht fair. Was ist nicht fair? Alles. Na, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Das Ganze halt. Oh, hi, Dad, ich gehe nur zum Korbball. Ja, wir wollen eh nur das eine, zum Lernen. Und um welche Zeit wirst du heute Abend zu Hause sein? Ich weiß nicht, Mr. Kelly, wann hätten Sie denn gerne, dass ich zu Hause bin? Dich will ich überhaupt nicht im Haus haben. Ich rede mit Deborah. Dad, ich gehe doch nur zum Korbball. Ich bin zu einer vernünftigen Zeit zu Hause. Wann, morgen früh? Man kann es dir überhaupt nicht recht machen, oder? Erst rufe ich nicht an und du bist sauer und dann rufe ich gestern Abend an und du bist wieder sauer. Du hast mich um 2 Uhr früh angerufen. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich habe mir bis 2:30 Sorgen gemacht. Dann bin ich eingeschlafen, bis das Telefon klingelte. Und dann habe ich die ganze Nacht wachgelegen und befürchtet, dass ich nicht wieder schlafen kann. Mit Recht. Wieso? Weil ich nicht wieder einschlafen konnte. Ich war wach. Ah, das erklärt alles. Erklärt was? Na, warum Sie heute so unausstehlich sind.
Ich geb dir gleich unausstehlich. Dad, was soll ich jetzt machen? Soll ich dich anrufen oder soll ich nicht anrufen? Du wirst entweder um eine akzeptable Zeit zu Hause sein oder mich um eine akzeptable Zeit anrufen, wenn du woanders schläfst. Schön. Und ich will wissen, bei wem du schläfst. Und dessen Reisepassnummer und Sternzeichen. Du hältst die Klappe. Du bist in letzter Zeit ein bisschen schnell mit deinen superklugen Bemerkungen. Ach komm, Dad, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Na gut, versuchen wir es so. Du bist um 11 zu Hause, Schluss der Debatte. Dad! Hört sich vernünftig an, finde ich. Ach ja, na fein, dann kannst du ja auch um 11 zu Hause sein. Dad, aber das ist nicht fair. Das ist lächerlich. Pech gehabt. Ihr geht mir in letzter Zeit ziemlich auf die Nerven. Wisst ihr das eigentlich? Ihr spaziert hier rein und raus, wie es euch gefällt. Ihr kümmert euch um gar nichts. Und wenn ich mit euch darüber reden will, dann höre ich nur oberschlaue Teenager-Kommentare. Das hört auf. Habt ihr das verstanden? Aber Dad! Verstanden! Dad, wir sind keine kleinen Kinder mehr. Solange ihr unter meinem Dach wohnt, haltet ihr euch an meine Spielregeln. Wenn ihr eure eigenen Regeln wollt, dann baut euch ein eigenes Haus. Aber bittet mich nicht um Geld dafür. Das scheint ja auch das Einzige zu sein, wofür ich noch gebraucht werde. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Ja, Dad. Fein. Mr. Kelly, bei mir könnte es vielleicht ein bisschen später werden. Soll ich dann anrufen? Natsch. Geh nach Hause? Genau. Oh, hallo, bin ich richtig bei Mrs. Kluwatschik? Guten Morgen, mein Name ist Betty Wilson und ich bin Verkaufsdreiselleiterin der Architekturfirma Martin Kelly. Betty, was machen Sie da? Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht etwas gebaut bräuchten. Zum Beispiel einen Schuppen oder einen Anbau ans Haus. Oder wie wäre es denn mit einem mittelhohen Hochhaus? Betty, was machen Sie da? Ach, nicht? Wie wär's denn mit einem Briefkasten, der wie ein hoppelndes Kaninchen aussieht? Nach streng architektonischen Gesichtspunkten gebaut. Das ist unsere besondere Spezialität. Verzeihung, was sagten Sie gerade? Nein, es gab in meiner Familie bisher keine Fälle von Geisteskrankheiten. Warum? Geben Sie mir den Hörer, ja, sind Sie denn wahnsinnig geworden? Entschuldigen Sie, dass wir unterbrochen wurden. Warum haben Sie das gemacht? Ich hatte ihr schon fast den Briefkasten angedreht. Was soll das, Betty? Was soll das? Naja, ich leiere das Geschäft an. Ich gehe mit aggressiven Verkaufspraktiken zu Werke. Indem Sie irgendwelche Leute aus dem Telefonbuch anrufen? Ja. Auf diese Weise werden Sie überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, warum nicht? Das machen doch alle so. Mich rufen dauernd welche wegen Geld an. Der Bund der Blinden, das Tierheim, der alle. Warum sollen wir das nicht Weil machen? Weil Architekten auf diese Weise keine Aufträge kriegen. Haben Sie eine Ahnung? Sehen Sie mal, ich habe schon 3 Bestellungen für Kaninchenbriefkästen und ich bin gerade erst bei A. Betty, haben Sie eine Bestellung für Reihenhäuser? Nein, aber ich wette, die kommen haufenweise bei B. Betty, ich bin Ihnen dankbar für den Versuch. Wirklich, aber finden Sie denn nicht, dass es an der Zeit ist, sich einen anderen Job zu suchen? Ach, das habe ich alles schon geklärt. Oh, wirklich? Na Gott sei Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, wenn Sie Ihren neuen Job anfangen, dann komme ich einfach mit. Nein. Wieso? Warum nicht? Das wäre doch die einfachste Lösung. Aber Betty, ich weiß ich doch jetzt Sie... alles über Architekturei. Ich habe doch mein Handwerk gelernt. Wirklich? Wann ist das passiert? Ich komme einfach mit Ihnen und arbeite dort für Sie. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber die brauchen keine weitere Sekretärin. Also, kann ich nicht mitkommen? Nein. Naja, Versuch war es wert. Sie werden die Stelle annehmen, oder? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber bevor Sie zusagen, müssen Sie eins noch machen. Sie müssen mit den Kindern reden. Ja, natürlich, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass die das so aufregt, wie Sie erwarten. Ich weiß nicht, was in Dad gefahren ist. Ich habe mich gestern Abend fürchterlich über ihn geärgert. Wieso? Weswegen denn? Um 11 Uhr zu Hause sein zu müssen. In meinem ganzen Leben war mir noch nie was so peinlich. Ich habe mich gefühlt wie ein Kind. Wozu soll man überhaupt ausgehen, wenn man schon um 11 zu Hause sein muss? Vor 10:30 läuft doch sowieso nichts. Ja, irgendwas scheint ihn zu nerven. Ja, aber warum muss er das an uns auslassen? Ich habe das Gefühl, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Was ist daran gut, um 11 Uhr zu Hause sein zu müssen? Na, euer Dad sorgt sich wenigstens darum, wann ihr nach Hause kommt. Na toll. Meinem Dad wäre es völlig egal, wenn ich nie auftauchen würde. Und wenn ich sowas von mir geben würde wie ihr zu eurem Dad, würde ich eins hinter die Löffel kriegen. Ja, schon möglich. Euer Vater ist wenigstens da, wenn ihr ihn braucht. Ihr habt's gut. Vielen Dank, Natsch. Jetzt fühle ich mich ungefähr noch 1 Meter groß. Ja, ich mich auch. Du bist ja auch nur 1 Meter groß. Oh, halt doch die Klappe. Ah, da seid ihr ja. Macht ihr bitte den Saustall sauber, wenn ihr fertig seid. Ja, Dad. Gut, kommt ins Wohnzimmer. Ich möchte mit euch reden. Jenny, ins Wohnzimmer. Okay, setzt euch. Okay, Dad, wo brennt's denn? Hock dich zu den anderen. Also, Kinder, ich habe euch was zu sagen.
Ich habe ein Angebot von einem großen Architekturbüro und unter den derzeitigen Umständen sollte ich es wohl akzeptieren. Ein Angebot? Was für ein Angebot denn? Ein Job bei denen. Ich habe Betty bereits gesagt, dass sie sich um was anderes kümmern soll. Du wirst doch Betty wohl nicht rausschmeißen. Das kannst du nicht machen. Hört mal, ich glaube, ihr wisst nicht, worum es hier geht. In letzter Zeit läuft es bei mir nicht besonders gut. Ich schmeiße Betty nicht raus, ich mache mein Geschäft zu. Warum? Ja, weil es nicht geht. Du meinst, dass du dann nicht mehr zu Hause arbeitest? Nein, aber abends bin ich immer zu Hause. Aber was reden wir? Ihr braucht mich doch sowieso nicht mehr. Ich schon. Ja, natürlich, Jenny, aber wir finden schon irgendwas für dich. Ich werde eine nette Rentnerin anstellen, die nachmittags kommt und auf dich aufpasst. Die werde ich mir leisten können. Ich will keine bescheuerte Rentnerin, ich will dich. Ja, und wir auch. Ja. Ja. Das ist Unsinn. Ihr braucht mich nicht. Doch, brauchen wir. Wir brauchen die Gewissheit, dass du hier bist. Dad, wir brauchen dich vielleicht nicht mehr für unsere kleinen Probleme. Weil wir langsam erwachsen werden. Aber wir brauchen dich immer noch für die großen Probleme. Es wäre einfach nicht mehr dasselbe, wenn wir nach Hause kommen und du wärst nicht hier. Ihr meint, ihr wollt nicht, dass ich erfolgreich bin und ganz toll reich? Nein! Und Jenny, du willst nicht, dass ich mit dir Urlaub mache, wie deine Freunde ihn machen? Nein. Was wollt ihr denn von mir? Wir wollen dich zu Hause. Ich hab's getan. Sie haben angerufen? Und ich habe gesagt, danke für das Angebot, aber nein, danke. Oh, ich bin ja so froh. Und keine Angst, Mr. Kelly, da wird sich schon irgendwas ergeben. Das hat es bereits. Sie haben mir ein neues Angebot gemacht. Ich soll hier in meinem Büro Gutachten für Sie anfertigen. Die brauchen mich unbedingt. Oh. Alle brauchen Sie doch. Natsch, was machst du eigentlich hier? Ich esse, Mr. Kelly. Also dann, Freund Natsch. Geh nach Hause? Genau. Schön, dass wieder alles beim Alten ist, Mr. Kelly.